Hi Leute! Hi. Also, ich wollte noch vor dem Tag was sagen. Und zwar mache ich jetzt öfters ein paar Videos mit der schwarzen Panda, also mit der Jasmin. Ja, deswegen wollte ich das noch sagen, weil sonst wundert ihr euch noch. Also nicht wundern, das ist jetzt ganz normal. So. Was ist das für Lachen? Also. Wie ihr schon in dem Titel gesehen habt, geht es heute um den Worte-über-Worte-Tag. Und ich wurde getaggt von dem Mr. Mautzel. Und ja, also, Jasmin, erklär du mal. Also, jeder von uns hat sich 5 Fragen aufgeschrieben. Also Und ich stelle. die 5 Fragen waren also schon drin, also der. Dieser Mr. Mautzel hat die dann schon geschickt. Ja. Die haben es dann eben aufgeschrieben und die stellen wir uns dann gegenseitig. Also jeder hat 5 Fragen. Jasmin und ich haben 5 Fragen, die stellen wir uns dann gegenseitig. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Jasmin, fängst du an? Ja, okay. Seit wann kennen wir uns? Wir kennen uns seit dem 5. Schuljahr. Okay, gut. Was ist deine Lieblingsspeise? Also ich esse zur Zeit Salat, aber zwischendurch esse ich auch was. Esse ich sogar Döner. Döner, lecker. Da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf. Ja. Seit wann sind wir beste Freunde oder sind wir beste Freunde? Also ich würde sagen, seitdem das 5. Schuljahr so zu Ende geht. Also am Ende 5. Schuljahr. Chris. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Eigentlich Kunst. Ja. Kunst, ja. Kunst ist besser als die anderen Fächer. Ja, da muss man wenigstens machen, ne? Ist das unser erstes Video, wo wir machen? Nein, wir hatten ja schon vor ein paar Minuten das Fail-Video gemacht, zusammen. Ja. Was ist deine Lieblingssendung? Also zurzeit Vampire Diaries, das ist eine Vampir-Serie auf Six. Auf Six, oh Gott, auf Six gucke ich auch nix. Schreibt sie sogar. Auf Six gucke ich nix. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt auch zu lachen. Ja. Okay. Hast du schon mal Fußpilz? Nein, du etwa? Nein! Fußpilz, wer denkt sich so eine dumme Frage aus? Außer dieser Mr. Mautzel. Hast du zurzeit ein Lieblingsbuch? Wenn ich war, ich hatte in meinem ganzen Leben nur ein einziges Buch gelesen. Eins. Und das war Schulpflicht. Schulpflicht? Ach so, das war das Schulpflichtige. Ja, das ist Bring Quest Nummer. Das heißt? Moment, ich muss kurz überlegen. Nein, lass egal. Oh, jetzt geht ihr das Buch gucken, ey. Oh Gott. Ja, halte fester. Kurzen Moment, bitte. Verbindung, Verständnis. Ach ja, das hieß der überaus starke Willibald. Ja. Irgend so ein Mäusebuch. Schon mal in jemanden aus unserer Klasse? Nein. Also Okay. ekelhaft. Also, trinkst du gerne Cola? Nee, das stimmt nicht. Dumme Frage, oder? Ja, hardcore. Ja, so weiter. Wie sieht dein Zimmer eigentlich aus? Ja, wie sieht mein Zimmer aus?
Wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich habe ein Bett, ein Fernseher. Nein. Die Kamera geht nicht, deswegen ist ja auch Schwarzbild. Du hast Also. ja mit dem Hammer gefressen. Ja, sorry. Also, Bett, Fernseher, Tisch, Couch, Schreibtisch mit dem Laptop. Ja. Ja. Hast du deinen eigenen PC Klar. in deinem Zimmer? Ja? Ich habe einen Laptop, ich habe einen Notebook. Okay. So, ich habe meine 5 Fragen. Gut. So, dann wären wir auch jetzt durch mit dem Tag. Also, dann tagge ich mal so ein paar Leute, die ich jetzt kenne, die den Tag dann auch machen können. Also, den Worte, also Fragen über Fragen Tag. Das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wer den jetzt erfunden hat. Ist ja auch scheißegal. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!